So, hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wie ihr seht, der gute Vlad hockt hier wieder und zwar ohne Flügel. Ohne Flügel. Was ist geschehen? Ja, lasst mich euch erklären. Ich hatte das ganze Jahr komplett im vorangegangenen Video zusammengebaut und als ich die Figur hier wieder einpacken wollte in die OVP, um es dem guten Tommy zu schicken, dachte ich mir, warum haben sie das hier so dick gemacht, wenn einfach der dünne Propfen drin ist und der dicke da innen? Und ich habe mich ja schon beim Zusammenbauen gefragt, warum ist das dicke hier innen drin? Ist ja Quatsch, denn wenn die Arme dran kommen, ist es auch oben drauf. Darum hier diese warzige Skulptur. Und ja, genauso ist es auch, denn die Zusammenbauanleitung sieht so aus. Ich habe da nicht richtig drauf geschaut, denn hier zeigt man schon, dieses Teil, also das hier, kommt nach innen und dieses Teil kommt nach außen in den Flügel rein. Sie haben es hier drauf gemacht. Ja. Hier seht ihr übrigens auch das dicke Teil hinten am Schwanz und nicht innen drin, wie ich es hier gemacht habe, damit du mehr Platz in der Figur für deine Hand hast. Also ich glaube, auch das werde ich hier tatsächlich ändern. Auch das werde ich hier nochmal lösen und außen hin machen. Ja? Also ich werde es hier einfach voneinander ablösen. Vorsichtig, dass er nichts am Gummi reißt. So, feste ziehen und plopp, dann hat man es auch schon wieder in der Hand. Okay? Also ich mache das alles einfach nochmal komplett weg und baue es nochmal komplett neu zusammen. Das heißt, dieses Teil hier mache ich nach außen und zwar so rum. Das könnt ihr vergessen. Das geht so nicht. Ja? Hier auf der Abbildung seht ihr den Propfen hinten. Hier guckt der Propfen hinten raus. Und wenn ihr mich fragt, ja, das wird eine sehr, sehr knappe, eine sehr enge Geschichte, weil nach oben einfach nicht genügend Platz ist. Ja? Ihr müsst das Gummi ziemlich straff da nach unten ziehen. Und ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Ja? Aber man kann es auf jeden Fall so machen. Das ist kein Thema. Ja? Das heißt, man hätte in der Figur schon wieder noch mehr Platz, aber man musste schon ganz schön straff nach unten ziehen. Ja, so. Und ja, ich könnte probieren, ob das so geht. Denn ich kann es ja nochmal sagen, hier sieht man ganz deutlich den runden Propfen außen sitzen und nicht innen. Also werde ich jetzt einfach mal so zusammenstecken. Mal gucken, ob es geht. Das heißt, ich mache nach innen einfach dieses Teil hier rein. So, einfach andersrum wie gewohnt. Jetzt guckt es von innen hier raus und das hier schiebe ich entsprechend dagegen. Mal schauen, wie das funzt. Ich drücke und ja, es sitzt. Es sitzt. Jetzt haben wir den Knubbel hinten und auch das kann man machen. Also das funktioniert und man hat halt innen jetzt wesentlich mehr Platz für die Hand. Ja, davon mal abgesehen und ja, das ist schon okay, das kann man machen. Dennoch finde ich, wenn der Knubbel innen ist, dann sitzt es hier besser drin. Also es hat nicht so einen riesen Abstand. Ja? Also weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Hier sieht man das Ding natürlich auch rausgucken. Ne? Also ihr werdet lachen, aber ich glaube, ich mache das wieder nach innen. Also wieder auseinander machen, beherzt ziehen und zack ist es wieder auseinander. Ich werde es ändern. Das gefällt mir so tatsächlich nicht. Also ich mache das hier wieder innen rein. So wie es war, zumindest hier an seinem Schwanz. Dann finde ich, sitzt es um einiges besser. Ja? Also hier wieder das Ganze rein. So. Gucken, dass alles sitzt. Und dieses Teil hier wieder draufklipsen. Das ist übrigens egal, wie er das draufklipst. Ja? Das geht ja rundherum. Hauptsache, die Dinger hier gehen richtig durch die Löcher durch, diese Nupsis. Dann wieder beherzt drücken. Und es sitzt. Seht ihr das? Jetzt finde ich, ist der besser dran. Der Schwanz ist besser am Körper dran.
Darum weiß ich nicht, ob das, wie sie es hier so gezeigt haben in der Beschreibung, wirklich so gehört. Ne? Aber wir werden jetzt die Flügel entsprechend anstecken. Das heißt, dieses Teil kommt jetzt innen rein und darum haben wir hier auch so viel Hohlraum. Ne? Also ich stecke das ganze Ding jetzt mal hier rein, bis es richtig sitzt. So, das Gummi drumherum machen, die Gummihaut. So, gut, alles klar. Dann hat es hier auch einen richtigen Sitz. Und das Ganze, ja, hier guckt noch ein bisschen raus, und das Ganze hat halt auch richtig Halt, ist ausgefüllt. Darum, so rum ist es gedacht, so rum gehört es. Dann ist es auch richtig stabil hier. Ne? Alles klar, also rechter Flügel an die rechte Seite. Natürlich hier spiegelverkehrt für euch, ist ja klar. Das Ding hier innen rein. Die Noppen durch die Löcher. So. Und jetzt das Ganze hier anstecken, so rum. Aufpassen, dass ihr die Flügel richtig rum habt und beherzt drücken. So, jetzt sitzt das Ganze. Alles klar. So, und jetzt ist diese Schulter mehr oder weniger auch richtig ausgefüllt. Und von unten, ne, sieht es auch besser aus, wenn hier die warzige Struktur zu sehen ist. Ne? Und das Gleiche habe ich hier auch gemacht. Ich habe hier den Nupsi schon drin. Das Gleiche machen wir hier auch. Das weiße Teil einfach hier reinstecken. Gucken, dass die Teile hier wieder durch die Löcher gucken. So. Und den Flügel richtig rum dran stecken. Jawohl. Und wieder feste drücken. So, jetzt sitzt das Ganze. Perfekt. Jetzt sind die Schultern hier richtig ausgefüllt. Und nicht so lapprig wie beim ersten Mal. Also, so rum gehört das Ding. Und wie schon gesagt, ich würde sagen, was den Schwanz angeht, ich würde dieses Teil echt nach innen machen. Ja? Diese beiden Teile von den Flügeln, diese transparenten nach innen. Und das dicke, ja, würde ich auch nach innen machen. Und dann hat man hier wirklich viel, viel Platz, um hier die Augen bewegen zu lassen und auch den Mund hier richtig ebenfalls bewegen zu können. So sieht das Ganze dann aus. Also, ja, kleine Korrektur von meiner Seite. Die dicken Teile in die Flügel außen rein und das dünne von innen, von der Figur raus. Dann hat die Hand genügend Platz in der Figur. Das einfach noch ganz schnell als Korrektur zu unserem Bad Boglin Vlad. Jetzt ist er für mich perfekt. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr eure Figur bekommt, so sollte man den zusammenbauen. Und dann klappt's auch mit dem grimmigen Blick, ne? Alles klar. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay.